Und jetzt die Modetrends aus Paris. Nach der Jahrhundertpremiere im Januar dieses Jahres feiert die Pariser Prominentenelite in vornehmer Kulisse die nun zweite Haute-Couture-Kollektion des lange verschollenen französischen Kultmodehauses der 1920er Jahre, Schiaparelli. Die Wahlpariserin italienischen Ursprungs Elsa Schiaparelli gründete 1928 ihr Label so farbenfroh, laut und kunstvoll wie sie selbst. Marco Zanini, gegenwärtiger Chefdesigner des wiederbelebten Hauses, ehrt die Grande Dame der Mode in seinen aktuellen Entwürfen mit einer persönlichen Hommage an ihre freie künstlerische Attitüde und ihr exzentrisches Wesen. Fast schon zu opulente Dekorationen, zu finden auf variierenden Silhouetten und einem wilden Materialmix aus Luxusstoffen wie Pelz und Leder, zeichnet die surrealistische Schiaparelli-Symbolik nach. Nicht fehlen darf natürlich der für das Label von damals typische Spitzenhut, den Schiaparelli als Pionierin in der Mode-Accessoire-Kreation abendtauglich machte. Breite Schultern symbolisieren die starke und mutige Frau von damals, die mit ihrer modernen Mode polarisierte und begeisterte. Schrill, bunt und glitzernd. Auch im maskulinen Look wird eine spielerische Dekadenz deutlich. War die letzte Saison dafür da, Elsa Schiaparellis außergewöhnliche Persönlichkeit wieder zum Leben zu erwecken, so gilt es in der diesjährigen Saison, laut Zanini, mit kontrolliertem Exzess die Fülle des Modehauserbes mit offenen Armen zu empfangen. Exzentrisch, fantasievoll, furchtlos.